Der Martin schreibt eine Klausur. Danke übrigens, Martin, nochmal für diese Aufgabe. Und er geht davon aus, dass eine ähnliche Aufgabe wie diese hier in der Klausur und in der Arbeit drankommt. Und da haben wir die Überschrift gewählt: Zinsrechnung und Wertverlust. Und gegeben ist, sind die Kosten von 19.000 Euro. Wir gehen mal davon aus, dass es zum Beispiel ein Auto sein könnte. Nach 5 Jahren erzielt der Halter des Fahrzeugs noch einen Verkaufspreis von 10.000 Euro. Und gesucht ist jetzt der jährliche Wertverlust. Und man könnte natürlich davon ausgehen, dass man jetzt hier sagt, okay, das sind 9.000 Euro, wir teilen einfach die 9.000 Euro durch 5 Jahre, da kommt ein bisschen weniger raus als 2.000 Euro pro Jahr, aber das ist gar nicht gefragt, sondern ist der jährliche Wertverlust in P% gefragt. Und es ist nicht linear, das heißt, der Wertverlust findet nicht so statt, dass jedes Jahr gleich viel. Ein Jahr nach rechts rüber, dann haben wir so viel Wertverlust. Ein Jahr nach rechts rüber, dann haben wir so viel Wertverlust. So ist es nicht gedacht, sondern es ist so gedacht, dass wir hier nach der Zinsformel Kn gleich K0 mal Q hoch n rechnen. Das heißt, es ist eine exponentielles, eine Zerfallsfunktion, könnte man sich auch denken. So, wobei Q gleich 1 plus P% ist. Oder 1 plus P Hundertstel. Ja? In diesem Fall werden wir natürlich, wenn wir einen Wertverlust haben, gehen wir davon aus, dass P nachher negativ ist. Und wenn da was Negatives rauskommt, dann können wir uns schon mal ein Stückchen freuen. Gut, also schreibe ich hier auch tatsächlich 1 plus P Hundertstel für Q hin, in Klammern hoch n, denn das hoch n bezieht sich sowohl, also auf die gesamte Klammer. Gut, dann haben wir gegeben, n gleich 5 Jahre. Das setzen wir hier ein. Zack, 5 Jahre. P ist ja gefragt. K0 ist natürlich das, was wir am Anfang ausgegeben haben. Das sind 19.000 Euro. Und Kn wissen wir auch, denn nach n Jahren haben wir jemanden davon überzeugt, dass er noch 10.000 Euro für die Karre bezahlen soll. So, jetzt haben wir hier eine Gleichung und da kommt nur noch P drin vor. Jetzt müssen wir nur noch auflösen. Hier steht tralala mal, hast du nicht gesehen, hoch. Okay, mal ist weicher als hoch, deswegen müssen wir erstmal durch 19.000 rechnen, weil wir immer erst beim Auflösen nach einer Variablen immer die schwächsten Rechenarten als erstes weghauen. Ich ziehe das Ganze jetzt ein bisschen weiter hier nach rechts, damit ich hier nicht so drüben am Rand. Ach Quatsch. Wir haben 10 Neunzehntel. Ja? 10.000 durch 19.000, da streichen wir die letzten drei Nullen weg, sind da 10 durch 19 bleibt übrig, ist gleich 1 plus P Hundertstel, das ist ja ein schönes P, in Klammern hoch 5. So, jetzt haben wir eine Klammer hoch 5, die Klammer hält ordentlich fest, dementsprechend hauen wir das hoch 5 weg mit der fünften Wurzel. Dann steht hier drüben die fünfte Wurzel aus 10 Neunzehntel. Ist gleich 1 plus p durch 100. Dann müssen wir natürlich erst die 1 wieder wegmachen. Dann steht da, ich schreibe das jetzt hier rüber, minus 1. Also fünfte Wurzel aus 10 Neunzehntel. Das könnte man jetzt auch ausrechnen, aber da kommt 0, bla sonst was. 8, 7 hast du nicht gesehen raus. Und wenn ich das jetzt alles aufschreiben würde, würde ich insgesamt länger brauchen, als wenn ich fünfte Wurzel aus 10 Neunzehntel aufschreibe und dann hinterher irgendwann das in einem Rutsch ausrechnen. Faseln Sie jetzt. Ist gleich P Hundertstel. Da müssen wir natürlich nochmal 100 rechnen. Dann steht hier 100 mal diese Klammer ist gleich P. Und wenn wir das ausrechnen, 100 mal die fünfte Wurzel aus 10 Neunzehntel minus 1 in Klammern, dann kommt da insgesamt minus 12, Watt 047 habe ich daraus Prozent. Ja? P ist also minus 12,047. Und dann können wir hinschreiben, die gegebene Aufgabe entspricht einem jährlichen Werteverlust oder der Werteverlust nach 5 Jahren entspricht einem Werteverlust von 12,047%. Denn wir haben ja gewusst, wenn hier ein Minus rauskommt, dann stimmt das mit dem Verlust überein. Dementsprechend können wir uns dann in dem Antwortsatz das Minus sparen, weil das Minus hier ist nur der Anzeiger dafür, dass wir tatsächlich einen Verlust auch haben. Hätten wir natürlich auch sehen können, Anfangskapital, Endkapital.
So, wenn es dazu noch Fragen gibt, bitte ich die zu stellen. Ansonsten wünsche ich jetzt schon mal viel Erfolg in der Klausur.